So, jetzt kann es weitergehen. Ab in die Hauptstadt. Eine letzte Sache noch und dann können wir los. Die Maus ist genau richtig gekommen. Da. Ich hoffe, dir geht's hier gut, Mausi. Ich würde ihn am liebsten mitnehmen. Das ist so toll. Guck mal, wie der schmatzt. Da unten wäscht einfach jemand sein Pferd. Geil. Alles voll mit Schlaflöchern. So, das Parkticket hier kann man nur per App bezahlen. Mal schauen, wie einfach das funktioniert. Geht das auch auf Englisch? Es wäre es halt, wenn du jetzt noch was verstehen würdest, ne? Wir sind die letzten Stunden durch die Stadt gelaufen. Es war echt schön, aber ultra anstrengend. Es ist so heiß, dass man sich wirklich keinen Millimeter mehr bewegen kann. Wir liegen hier wirklich richtig asozial direkt am Parkplatz. Jeder, der vorbeiläuft, schaut uns an und denkt sich, was zum Teufel machen die hier? Und ich hätte es auch nicht anders gemacht. Was kann ich essen? Warmes. Mager. Das mit Schnee, das schaut doch gut aus, oder? Auch dünn. Sehr lecker. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir auf diesem Platz hier übernachten, aber es ist wirklich super laut. Es kommen und gehen die ganze Zeit Leute erst nachts. Heute ist nämlich Samstag und außerdem fährt hier eine Straßenbahn die ganze Zeit vorbei und wir müssen nach 24 Uhr nochmal 5 Euro bezahlen. Deswegen fahren wir jetzt nochmal 20 Minuten und finden hoffentlich ein bisschen ruhigeren Platz. Ach ja. Gute alte Parkplatz. Schade, dass der Ikea erst in 3 Stunden aufmacht, sonst hätten wir da frühstücken können, denn wir lieben Frühstück bei Ikea. Nach meinem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule musste ich meinen Nacken erstmal schonen, habe wirklich ein halbes Jahr nichts gemacht. Ja, jetzt geht's langsam darum, wieder Nackenmuskulatur aufzubauen, damit das Ganze sich wieder stärkt. Ich muss sagen, ich fühle mich auch schon viel besser. Ich habe kaum noch Schmerzen, mir geht's richtig gut. Ja, ich hoffe, ich bin bald wieder fit für die ganzen Sportaktivitäten. Oh, ja, was macht ihr denn da? Schnorren vom Lidl, ha? Huh? Ach Gott, sind die süß. Tanken hier ist ja richtig teuer, ey. 2 Euro der Liter. Ich dachte, es wird immer günstiger, je weiter man fährt. Aber irgendwie wird es immer teurer. Der Wiese noch mal drehen. Geil. Richtig geiler See. Wow. Nice. Ich
würde sagen, einer der schönsten Plätze die letzte Zeit. Was hier im Osten wirklich richtig geil ist, dass man überall sein Camp aufschlagen kann, egal wo. Und es stört wirklich kein. Richtig geile Aussicht hier auf den See. Jetskis fallen hier sogar. Ja, du möchtest auch schauen, gell? Ich hole nur die Pumpe für Sender Paddle Pepper. Es ist ziemlich windig. Am Anfang dachte ich wirklich, ich komme nicht vom Ufer weg. Und jetzt bin ich hier auf der anderen Seite im windgeschützten Bereich und werde dafür von den Moskitos gekillt. Beide Seiten haben also ihre Nachteile. Tolle Kerze, die du da gefunden hast, ha? Wow, toll hier. Guten. Irgendwann ist es immer soweit, der erste Regentag nach 3 Wochen. Oh Mann, normal habe ich immer das Stand-Up-Paddle sofort eingepackt und diesmal habe ich es auf dem Dach gelassen, weil ich dachte, frühs gehe ich 100% nochmal Stand-Up-Paddeln. Jetzt darf ich das Ding wahrscheinlich im Regen einpacken. Oh Mann, ich hoffe, wir kommen hier raus. Ey, da vorne ist es nämlich schleimig und wenn es weiter regnet, werden die Chancen nicht besser. Aber jetzt erstmal einen Kaffee. Du musst weg. Oh, der ist so toll. Ich würde ihn am liebsten mitnehmen. Schaut euch den mal an. So ein kleiner Pepper und der war die ganze Nacht bei uns. Die Tonhunde hier tun mir so leid. Matschigen Part kommen mit Schwung. Ah, jawohl. In den meisten Fällen ist Regen ja wirklich gar nicht gut, aber dieses Mal könnte es uns vielleicht weiterhelfen. Ich meinte ja vorhin, dass der Regen vielleicht ganz gut ist heute, denn wir sind an so einem Wasserfallpark und es hat ja wirklich die letzte Zeit nur hohe Temperaturen gehabt.
Vielleicht ist durch den ganzen Regen in der Nacht und heute Morgen ein bisschen mehr Wasser in den ganzen Wasserfällen. Hoffentlich passt, sollte aber. Ah, nee, natürlich nicht. Jawohl, das ist doch toll. Ja. So, der Tank ist aufgefüllt, was schon mal eine gute Sache ist, denn wir waren wirklich fast leer. Und jetzt fahren wir wieder an den See zurück, von dem wir gekommen sind, denn hier gibt es nicht mehr allzu viel zu sehen. Und wir müssen morgen sowieso dran vorbeifahren, dann sparen wir uns morgen schon mal die halbe Stunde. In diesen Ostländern funktioniert das Navi manchmal nicht so gut. Das hätte mir auch angezeigt, dass ich hier lang fahren kann. Das war der Weg, den wir vorhin zum Wasserfall gelaufen sind. 100% kommt man da nicht mal mit dem Motorrad durch. Da freut sich aber jemand, dass wir wieder da sind. Na du? Oh, 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 oh. Oh, hallo Maus. Hey. Das erste 3-0 in der Geschichte von Sky. Wie kannst du schon aufdecken? Ich verstehe das nicht. Ich Nein, eine 10. Scheiße. Ich habe noch nie geschafft. 14, 18, volles Risiko. 20, 23, 21. Du? 24, das erste 3-0 in der Geschichte von Sky. Ich verstehe nicht, wie du. Rosi, wir können dich nicht mitnehmen. Wirklich nicht. Schade, genau heute geschlossen. Aber hier direkt daneben gibt es so einen alten Campingplatz, der gerade zu verkaufen ist. Falls also jemand einen Campingplatz direkt am See kaufen will, hier wäre die Möglichkeit. Peppa, komm. Oh Mann, ey, was für eine Horrornacht. Ich bin ungelogen jede halbe Stunde aufgewacht, weil die ganze Zeit Moskitos an meinem Ohr war. Ich habe locker 20, 30 Stück in der Nacht gekillt. Aber ich habe wirklich fast kein Auge zugekommen und ich habe jetzt auch noch Halsschmerzen. Kein guter Start in den Tag. Eineinhalb Stunden an der Grenze sind wir jetzt in Nordmazedonien angekommen. Was ein Eck, ey. Oh, jetzt muss ich rüber. Wir hatten im Handschuhfach nämlich noch das alte Papier von der Versicherung, die Green Card, und haben die vorgezeigt. Und die Frau meinte halt, es funktioniert nicht, ich müsste mir eine neue Green Card kaufen. Hab da schon 50 Euro bezahlt und dann nochmal das ganze Wohnmobil durchgesucht und die richtige Green Card gefunden. Bin dann zurück, es war ein anderer Grenzbeamter da, der gemeint hat, no, 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 Chance, go, 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 go. Aber ich habe mich locker belassen und habe die 50 Euro zurückbekommen. Und jetzt können wir durch Nordmazedonien fahren. Was ein Eck. Wenn ihr also hierher fahrt, bereitet auf jeden Fall eure Green Card vor.
Also die Leute hier in Mazedonien sind wirklich super freundlich und es ist so lustig, dann so alle paar Kilometer kommt so eine Station, wo man Mautgebühr bezahlen muss und man kann ja entweder in ihrer Währung oder auch in Euro bezahlen. Bei der ersten stand da, wir müssen 2,50 bezahlen. Ich habe ihm 5-Euro-Schein gegeben und er hat mir 4 Euro zurückgegeben. Und jetzt gerade musste man 1 Euro zahlen. Ich habe ihm 1 Euro gegeben und er hat mir 1 Euro in Mazedonisch zurückgegeben. Das heißt, keiner hier hat Ahnung, ja, wie der Euro steht oder was der Wert ist. Und man kriegt dann einfach irgendwas zurückgegeben an den Stationen. Super lustig. Puh, gute 6 Stunden später. Haben wir es geschafft. Nicht mal reden, nicht mehr anstrengend. Und hier in Nordmazedonien liegt mehr Müll rum als in Marokko. Ich dachte eigentlich, das ist nicht mehr zu stoppen. Aber es geht anscheinend doch. Ich habe ja heute Morgen gemeint, dass ich Halsschmerzen habe und habe mich jetzt gerade eine Stunde hingelegt und ich glaube, ich werde komplett krank. Oh, ich spüre, wie hier alles zu ist, meine Nase läuft. Ja, das ist gar nicht gut. Jessie hat mir hier gerade eine Suppe gemacht. Ich hoffe, das bringt mich wieder auf die Beine. Ich habe versucht, so lange zu schlafen, wie es geht. Und ja, wir fahren jetzt mal ein bisschen weiter, mal schauen, wie lange. Die Fahrt macht auf jeden Fall Spaß. Es ist wunderschön. Wir sind erst durch die Berge gefahren und jetzt fahren wir durch so ein Tal. Aber rechts und links ist alles grün und es ist echt wunderschön. Ja, scheint auf jeden Fall schon sehr muslimisch zu sein, denn alle paar Kilometer sieht man eine Moschee. Und überall hängen irgendwie albanische Flaggen, obwohl wir noch in Mazedonien sind. Keine Ahnung, was das mit sich auf sich hat. Ab raus mit dir. Aus wie am Meer. Paradies, oder? Das ist ja ein Traum hier. Vielleicht der geilste Stellplatz auf der Reise bis jetzt, oder? Oh Leute, schaut euch das mal an. Ich stehe hier am Ochridsee, dem Grenzsee zwischen Nordmazedonien und Albanien. 500 Meter in die Richtung ist schon Albanien, das heißt, wir könnten wirklich rüberlaufen oder sogar mit dem Stand-Up-Paddle rüberfahren, wenn es einem gut gehen würde. Es ist wirklich ein Riesensee und wir sind hier echt direkt an der Grenze. Ja, ich habe gestern wirklich den ganzen Tag geschlafen. Ich habe einen 4 Stunden Mittagsschlaf gemacht und dann haben wir gar nichts mehr gemacht. Und jetzt fühlt sich Jessie auch nicht so gut. Diese Schlüpfki. Ja? Ja. Wow. Toll hier, gell?
Also über die Grenze nach Albanien zu kommen, ist wirklich das Leichteste. Die wollten nichts von uns sehen, nicht mal den Ausweis. Einfach viel Spaß gewünscht und durchgewunken. Wir haben jetzt auch schon eine SIM-Karte bekommen. 100 GB für 29 Euro, was auch sehr gut ist. Was aber nicht so gut ist, dass ich einen Ölwechsel brauche oder auf jeden Fall neues Öl. Und irgendwie geht meine Motorhaube nicht auf. Die klemmt. Das ist nämlich gar nicht gut. Fahren jetzt 58 Kilometer in eine Werkstatt und hoffen, dass die uns da helfen können. Ich habe hier eine gefunden und da steht, dass der Besitzer Deutsch spricht. Ja, mal schauen. 1 Stunde 6 für 58 Kilometer. Das heißt, wir fahren durch die Berge. Wir haben es auf unseren ersten Campingplatz in Albanien geschafft. So schaut's hier aus. Das Ganze hier ist auch eine Autowerkstatt und wir können hier heute noch unseren Ölwechsel machen, was schon mal sehr gut ist. Ja, das heißt aber auch, wir müssen einfach nur warten, bis wir drankommen und vielleicht können wir abends dann noch in die Stadt gehen. Schaut sehr gut aus. Guten. Guten. Hühner, die da rumlaufen, gell? Mhm. Die wir auch in Marokko gegessen. Ja. Granatapfelbaum. Wow. Das ist jetzt der nächste Tag, der Ölwechsel ist gemacht. Insgesamt hat das Ganze 200 Euro gekostet. Luftfilter habe ich auch noch mitgewechselt. Und jetzt kann es endlich weiter für uns gehen. Wir waren gestern Abend noch in der viertgrößten Stadt Albaniens, Elbasan. Und schauen uns heute die Hauptstadt an, Tirana. Wir werden da direkt an den See fahren, der neben der Stadt ist. Denn wir haben auch heute wieder über 30 Grad. Und dann abends vielleicht in die Stadt reinfahren. Ich dachte eigentlich, von hier wäre es ganz einfach in die Innenstadt zu kommen, aber irgendwie ist es trotzdem noch 1,5 Stunden zu Fuß weg und ja, es fährt kein Bus. Und ich glaube, im Taxi wäre es einfach zu teuer, dahin und zurück zu fahren. Deswegen fahren wir jetzt noch mal 1/2 Stunde ans andere Ende der Stadt. Dort können wir bei so einem Hotel auf dem Parkplatz für 12 Euro stehen und abends mit dem Bus in die Stadt fahren. Ich habe keine Lust zu fahren, es sind 40 Grad, aber hier am See ist auch kein Schatten. Ey, die Brühe läuft einfach nur überall runter. Was hier in Albanien auf jeden Fall super nervig ist, dass die Leute einen versuchen, dreist abzuzocken. Der Taxifahrer hat uns gestern aus Versehen 5 Euro zu wenig gegeben. Der Kellner im Restaurant gerade hat uns aus Versehen 10 Euro zu wenig zurückgegeben. Ja, wenn man nichts sagt, dann verliert man hier so viel Geld. Auf jeden Fall richtig nervig. Und auch wenn man es ständig ansprechen muss, ist es super nervig. Was auf jeden Fall auch ein Minuspunkt hier in Albanien ist, ist der ganze Müll. Ich glaube, ich habe in noch keinem anderen Land davor so viel Müll gesehen. Es ist wirklich überall. Alter deutscher Bus, hier steht alles auf Deutsch. Wagen hält, Notausstieg. Lustig, gell? Ja, da vorne stand sogar noch Maskenpflicht. Kann doch nicht so lange hier sein. Nee. Ach ja, gibt doch nichts Schöneres als sonntagsmorgen von der Baustelle geweckt zu werden. Ja.
Für uns geht's heute endlich ans Meer nach so langer Zeit, Leute. Ich habe die ganze Zeit gewusst, dass im September ein Techno-Rave irgendwo am Strand organisiert wird. Aber habe leider gestern erst die Koordinaten dafür bekommen. Ja, jetzt ist schon Sonntag und es sind noch 1,5 Stunden dahin. Aber mal schauen, vielleicht läuft ja noch was. Was ich hier irgendwie nicht verstehe, die Lebensmittel sind super teuer. Hier so eine Packung Nudeln, 2 Euro. Und dann kann man im Restaurant für 3-4 Euro essen. Irgendwie geht es nicht auf. Noch 200 Meter, dann müssten wir das Meer sehen. Schaut leider so aus, als wäre das Festival schon vorbei. Ach, ist das schön. Wir waren gerade hinten und haben uns angeschaut. Heute ist der letzte Tag des Festivals und ich muss sagen, sowas Krankes habe ich noch nie gesehen. Ich wollte keine Aufnahmen machen, denn ja, bei solchen Events filmt man einfach nicht, aber es war einfach nur geisteskrank. Das sind halt die Schattenseiten davon. Das Ganze hier findet nämlich einfach auf einem öffentlichen Strand statt, ohne irgendwelche Genehmigung. Aber wir haben vorhin schon 2 Müllwagen gesehen, die gekommen sind und alles abgeholt haben, denn solche Stapel gibt es hier wirklich 100-fach. Und das Festival lief 2 Wochen lang. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was hier alles passiert ist. Robert. Ja, kommt schon, doch keiner sehen. Wir haben uns gestern nochmal umgestellt und diesen geilen Platz hier gefunden. Leute, schaut euch das an. Hier ist unser Bereich und da fängt direkt der Strand an. Die Bar, bei der wir stehen, hat gestern ihren letzten Tag gehabt. Das heißt, ab heute ist es zu. Der Besitzer hat uns aber noch heute Morgen gezeigt, wo der Wasserschlauch ist und hat uns sogar ein Stromkabel angeboten, dass er uns hierher zieht. Alles kostenlos. Leute, es ist so geil hier in Albanien an der Küste. Gefällt dir auch, Pepper? Hä? Dankeschön. Die
Solarpaneele funktionieren so gut. Ich habe die Batterie jetzt innerhalb von 3 Stunden von 70 auf 100% aufgeladen. Dadurch, dass so eine große Fläche ist und dadurch, dass man die auch noch neigen kann, also zur Sonne ausrichten kann, ist das Ganze so effizient. Und auch innerhalb von 2 Minuten auf- und abgebaut. Nicht mal 2 Minuten wahrscheinlich. Wow, der ganze Müll vom Festival wurde abgeholt. Sehr, sehr gut. Hätte ich nicht gedacht. Ja, vielleicht doch noch nicht alles abgeholt. Hey. Hey. Da. Ja. Ja. Dann hast du wenigstens was davon. Fein. Da. Ah, so viele Moskitos hier. Man wird einfach nur totgestochen Fuß und abends. Eieiei, wie schaust du denn aus, Pepper? Alles voll mit Sand. Ja, wirklich ganz vergessen, dass immer alles voll mit Sand ist, wenn man in der Wüste oder am Strand lebt. Die Couch, der Boden in den Klamotten. Es ist unmöglich, keinen Sand hier reinzubringen. Aber das lohnt sich für diesen Stellplatz, oder? Wir brauchen unbedingt was zu essen und zu trinken, also müssen wir jetzt los. Und ja, je nachdem, wie weit der nächste Supermarkt entfernt ist, entscheiden wir dann, ob wir nochmal zurückkommen oder weiterfahren. Aber ich würde eigentlich schon ganz gern zurückkommen, denn viel besser als hier kann es, glaube ich, nicht werden. Und außerdem bin ich noch ein bisschen krank und würde wirklich einfach gern hier auskurieren in Ruhe. Mann, schaut nicht so aus, als ob wir hier einen Supermarkt finden. Das schaut doch sehr gut aus, oder? Und der ganze Karton so mit, oder? Was ein Traumplatz hier, oder? Ja. Guten. Hm.